Herzlich willkommen bei einem neuen Video der Kategorie Zeitmanagement. Habt ihr eure Tagesabläufe durch Planung im Griff? Wer es nicht schafft, seine Tagesabläufe durch gezielte Planung unter Kontrolle zu bekommen, wird auch längere Zeiteinheiten wie Monats- oder Jahrespläne nicht einhalten können. Beim Tag handelt es sich um die allerkleinste und relativ einfach überblickbare Zeiteinheit einer systematischen Zeitplanung. Es ist also wichtig, Tagespläne zu erstellen und eine relativ einfache und sehr schnelle Methode, welche voraussichtlich nur ca. 8 Minuten tägliche Planungszeit in Anspruch nimmt, ist eben die sogenannte Alpenmethode, auf die ich jetzt näher eingehen werde. Da es sich um ein Akronym handelt, werde ich jetzt jeweils erklären, was sich hinter den jeweiligen Anfangsbuchstaben ALPEN verbirgt. Fangen wir mit dem Buchstaben A an. Also der Buchstabe A steht für Aufgaben, Aktivitäten und Termine aufschreiben. Schriftlichkeit ist nämlich ein extrem wichtiges Prinzip im Zeitmanagement. Notwendige Arbeiten aus dem Aufgabenkatalog sollten notiert werden. Wobei auch das Unerledigte vom Vortag sollte immer berücksichtigt werden. Zu beachten sind zudem Aufgaben, die wiederkehren, aber eben auch Termine, anstehende Telefonate oder zum Beispiel Korrespondenzen. L steht für Länge der Aktivitäten schätzen, also wie lange brauche ich für die jeweiligen Aufgaben. Der Buchstabe P steht für Pufferzeiten reservieren. Man sollte also nur einen gewissen Teil seiner Arbeitszeit, ca. 50-60%, verplanen. Es muss immer eine restliche Pufferzeit für unvorhergesehene Ereignisse, Zeitdiebe, Störgrößen und ganz, ganz wichtig auch für persönliche Bedürfnisse geben. Auch die persönlichen Bedürfnisse sollten nicht zu kurz kommen. Der folgende Buchstabe E steht für Entscheidungen treffen. Im Zeitmanagement ist es immer ganz, ganz wichtig, Prioritäten zu setzen. Eine Methode, um Prioritäten zu setzen und Aufgaben hinsichtlich der Kriterien Wichtigkeit und Dringlichkeit einzuteilen, ist das Eisenhower-Prinzip, wozu ihr natürlich ebenfalls ein Video auf diesem Kanal finden könnt. Es ist also wichtig, Prioritäten, gegebenenfalls auch Kürzungen und Delegationsmöglichkeiten zu fixieren. Der letzte Buchstabe N steht für Nachkontrolle. Unerledigtes wird übertragen. Also man muss sozusagen ein Fazit ziehen. Was habe ich denn wirklich geschafft und was eben nicht? Um dann, wie gesagt, das Unerledigte zu übertragen. Man kann es zum Beispiel auf den nächsten Tag oder einen bestimmten Tag in der Woche übertragen. Je nachdem, wann man es abhandeln möchte.